Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kurs, ich grüße euch. Was sagt ihr zu meinem neuen Schallschutz? Sieht doch erotisch aus. Naja, es ist hoffentlich zweckdienlich. Mehr brauchen wir ja nicht. Es geht heute um das Ukitel WP5. Das habe ich hier vor mir auf dem Tisch liegen. Habe ich vor einer ganzen Weile vorgestellt und heute kommt der Alltagstest. Denn ich hatte das Gerät im Alltag im Test. Macht Sinn. Im Übrigen, ja, ich baue noch an meinem Studio. Das ist alles noch nicht so in dem Topf, in den es kochen soll. Aber Eile mit Weile. Ich bin dran. Ist genau richtig, dass ich das jetzt gerade vorstelle. Das Ukitel WP5. Nämlich gerade gesehen. Das gibt es im Flash Sale für $99. Das entspricht 92 Euro. Das ist echt spottbillig. Jetzt noch das Intro. Das habe ich ja in letzter Zeit mal weggelassen. Ihr habt es vermisst. Ich sehe das euch an. Viel Spaß. Wunderbar, wir fangen wie immer an mit den wirtschaftlichen und technischen Details, die blende ich euch jetzt ein und wir gehen es mal ganz kurz durch. Ich meine 92 Euro für ein Outdoor-Telefon, das ist natürlich schon ziemlich günstig und deshalb sind auch hier die entsprechenden technischen Daten angepasst. Wir haben also hier ein HD Plus Panel, 5,5 Zoll 18:9 Format, LCD IPS, Auflösung 1420x720 Pixel. Ist Corning Gorilla Glas hier noch 3 mit 2,5D Glas, also das Glas ist an den Rand hin abgerundet. Im Inneren werke der Helio A22, kommt mit einem Quad-Core-CPU mit maximal 2 GHz sowie der PowerVR GE8320 daher. Wir haben 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB erweiterbarer Festspeicher, den habe ich auch erweitert mit einer 128 GB großen MicroSD-Karte von SanDisk. Funktioniert soweit ganz gut. Die Hauptkamera ist ein 3-Kamera-Setup, einmal 13 Megapixel Hauptkamera mit Blende 2.0, dann nochmal 2x2 Megapixel. Die Frontkamera löst mit 5 Megapixel auf, LTE haben wir mit den Bändern, das schreibe ich euch hin, aber inklusive Band 20. Wir haben GPS, Bluetooth 4.1, Dual Wi-Fi, 2,45 GHz, AC, das ist vernünftig in dem Preisbereich. Wir haben Fingerabdruckscanner, das Gerät ist natürlich wasserdicht nach IP68 sowie schockresistent nach Militärstandard 810G. Der Akku misst 8000 mAh. Wird über USB-C maximal 10 Watt geladen. 8000, meine Güte. Als Betriebssystem läuft Android 9. Die Maße habe ich euch hingeschrieben. Im Großen und Ganzen also recht vernünftig, was hier das Datenblatt angeht. Der A22, der bringt eine Grundleistung. Der A22 löst ja so ein bisschen den 6580 ab. Die nächsthöhere Version wäre der P23, den ich allerdings bevorzugen würde. Aber bei 92 Euro ein Outdoor-Gerät, da müssen wir natürlich auch irgendwo ein bisschen, mit Kompromissen leben. In dem Falle eben nur der A22. In dem Preisbereich hätten wir durchaus den P23. 3 GB statt 4 GB Arbeitsspeicher und 32 statt 64 GB. Festspeicher, gar kein Drama, lässt sich ja erweitern. Wie gesagt, 128 GB hatte ich schon reingeprügelt. Der Akku ist ziemlich fett. Das Gehäuse, das ist gummiert. Hier auch nochmal in der Draufsicht gezeigt. Ein schönes gummiertes Gehäuse. Wir haben auch da auf der linken Seite hier auch noch ein paar Designelemente. Hier nämlich so ein roter Metallstreifen. Power-On-Taster ist auf der rechten Seite, ja. Und die Lautstärkewippe direkt darüber. Im Übrigen alles gut verarbeitet. Tolle Druckpunkte. Auf der linken Seite ist es eine frei belegbare Taste. Mehr oder weniger frei belegbar. Wir haben voreingestellte Applikationen, die wir hier auswählen können. Das Ganze nennt sich Smart Key und lässt sich hier Long Press. Ist lediglich hier einstellbar. Torch, also Taschenlampe, Kamera, Outdoor Tool oder SOS. Outdoor Tool bringt uns an der Stelle nicht viel. Das kann ich ja schon mal spoilern. Outdoor Tool, das ist ein Ordner bzw. Applikation, wo wir ein paar Funktionen zur Verfügung haben. Ich Long Presse jetzt mal den Button und Outdoor-Tool wird beendet. Ich hoffe, das wird irgendwann noch gepatcht, aber richtig notwendig ist das nicht, da wir letztendlich auch alle Tools, alles was wir so brauchen an Hardware-Features, Quatsch, an Software-Features, in dem Fall auch aus dem Play Store laden können. Gut, zurück erstmal nochmal zum Gerät und zur Haptik. Auch die Kanten, die sind jeweils gummiert und nochmal zusätzlich verstärkt. Lediglich rechts und links haben wir hier Design-Elemente aus Metall, aber ihr wisst ja Bescheid. Also dieses gummierte Gehäuse ist die beste Wahl in Bezug auf Stoßsicherheit. Wegen der IP68-Zertifizierung, also dass der ganze Spaß hier wasserdicht ist und auch staubdicht, haben wir hier noch eine kleine Klappe. Unter der Klappe befindet sich dann der SIM-Schlitten, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Da kann man MicroSD-Karte sowie SIM-Karte einlegen. Auf der unteren Seite befindet sich dann hier USB-C, auch unter einer Klappe. Muss alles verschlossen sein, sonst ist das Gerät nicht wasserdicht. Hier haben wir noch eine Öse, da können wir was reinösen, um zum Beispiel das Gerät hier an unserer Bergsteigerausrüstung festzuklemmen.
Während wir dann am Computer eine Bergsteigsimulation spielen. Hier nochmal die Auflösung. Ihr seht, ist kein Riesendrama. Das Display selber ist ja auch nicht so groß. 5,5 Zoll. Und das im 18:9 Format. Relativ kleine Displayfläche. Das Gerät selber bleibt natürlich recht groß, weil ihr seht ja fette Displayränder. Das ist aber hier beim Outdoor-Telefon ganz normal. Wir wollen ja auch ein bisschen zusätzlichen Schutz. Ansonsten wäre es ja kein Outdoor-Telefon. Okay. Wo wollten wir uns jetzt nochmal umschauen? Hier, Android-Version, da sehen wir Stand der Sicherheitsupdates. 5. Dezember 2019, das ist ganz vernünftig. Inwiefern das gepflegt wird, weiß ich nicht. Android selber wurde nicht angepasst. Es handelt sich ja also um Stock-Android, sprich pures Android. Wir haben ja ganz normal den App-Drawer, Schnelleinstellungen, alles so, wie wir das gewohnt sind. Quatsch. Hier ist die Google-Seite, hier sind die Desktop-Seiten, App-Drawer, alles eben ganz normal. Bis auf dieses eine zugepatchte Toolkit hier, Outdoor-Tool. Das ist aber eher eine App. Ansonsten ist das Ganze hier bloatware-frei, was ja immer vom Vorteil ist. Ist auch der Vorteil vom puren Android. Das Einstellungsmenü ist auch Standard, findet man sich also sofort drin zurecht. Hier unten eben noch dazu gepatcht der Smart Key. Hier in dem Falle nicht übersetzt, weil es eben zugepatcht wurde. Damit können wir eben auf der linken Seite die Taste belegen. Das hatten wir ja vorhin schon gehabt. Navigation Bar können wir uns einstellen, das ist immer nice to have. Können wir uns einblenden, können wir uns hier auch noch ausblenden, wenn wir lustig sind. Ansonsten ist natürlich ganz wichtig hier die Belegung der Navigationstasten. Zurück rechts unten zum Beispiel ist das, was ich bevorzuge. Ja, viel kann man ansonsten nicht sagen. Es ist eben Stock. Schön. Die Play Protect Zertifizierung, die liegt nicht vor. Das Gerät ist nicht zertifiziert. White Wine können wir uns auch noch reinziehen. Also hier DRM Info, da haben wir Security Level 3. Habe ich aber eigentlich schon erwartet. Die haptischen Werte wollt ihr ja sicherlich auch noch. Ich mache es heute ein bisschen durcheinander. Legen wir das gute Stückchen mal auf die Waage. Aber es ist ein Outdoor-Telefon. Da müssen wir uns mit einem höheren Gewicht natürlich immer abfinden. 295 Gramm ist schon echt üppig. Das Display, ja, wie erwähnt, das ist hier ein Full HD. Ach Quatsch, es ist ein HD Plus Panel. Aber aufgrund der durchaus begrenzten Displayfläche geht das schon noch klar von der Schärfe her. Die maximale Displayhelligkeit ist mit 428 Lux richtig gut, sage ich euch so, wie es ist. Erstmal passt es überhaupt zum Outdoor-Telefon. Ganz ehrlich, hier nehme ich lieber die Helligkeit, anstatt hier zum Beispiel eine Full-HD-Plus-Auflösung. Und 428 Lux, ich glaube, das gehört mit zu den höchsten Werten, die ich im 90-Euro-Bereich jemals gewessen habe. Also das ist wirklich hervorragend. Auch die Blickwinkelstabilität, die weiß hier auf jeden Fall zu überzeugen. In dem Preisbereich richtig top. Das gilt auch für die Farbwiedergabe, bin ich auch zufrieden. Hier eben in Anführungsstrichen nur ein HD-Plus-Panel, absolut verkraftbar in dem Preisbereich. Display ist richtig gut, wird auch geschützt von Corning Gorilla Glass 3. Hier ist keine Display-Schutzfolie drauf. Würde hier ehrlich gesagt die Qualität auch eher so ein bisschen einschränken, außer das wäre extrem hochwertiges Display. Schutzfolie oder Tempered Glass. Das Gerät bzw. das Display toucht sich hier richtig angenehm. Ist ein Vorteil von Corning Gorilla Glass. Halt kein Butterglas. Display sind wir soweit durch. Software auch. Da gibt es ja auch mehr nichts zu sagen. Hier noch auf die Kamera ein. Ja, aber da starten wir erstmal die Kamera-App, würde ich sagen. Wir haben hier Beauty Mode. Hier oben bei Auto können wir noch verschiedene Modi auswählen. Dann wird den Porträtmodus. Wir haben einen Nachtmodus und AI Scene. Also eine AI, die dann die entsprechende Szene auswählt. Beispielsweise Essen oder Architektur und dann die Kamera so ein bisschen anpasst. Ich habe alles mit Auto fotografiert, außer natürlich die Porträtfunktion, die wollte ich ja für euch testen und das zeige ich euch jetzt auch mal und dafür sollte ja dann die zweite Kamera gut sein, aber das sieht mir hier schwer nach einer normalen Softwarelösung aus, was dann vermuten ließe, dass es sich wohl hier eher um eine Single-Kamera handelt und kein Drei-Kamera-Setup. Aber ehrlich gesagt habe ich bisher auch noch gar nicht rausgefunden, wofür die beiden anderen Kameras eigentlich gut sein sollen. Das ist bei Gearbest auch nicht näher beschrieben, da steht einfach nur 13, 2 und 2. Wenn man bedenkt, dass das Gerät ja ein Outdoor-Gerät ist, fände ich jetzt, bekäme man ohnehin vermutlich nur zwei völlig unsinnige Hilfskameras mit dazu, was ich Weitwinkel oder das wäre dann wahrscheinlich gar nicht brauchbar. Daher lassen wir es einfach mal so. Ja, es gibt eine Porträtfunktion, sieht für mich nach einer reinen Softwarelösung aus. Ich blende euch das Bild gerade mal ein, ist total schlecht ausgeschnitten. Hier meine Brille ist auch unscharf, sogar meine Öhrchen und Teile meiner Haare. Also sollte man doch hier, naja, entweder sich die Fotos dann nur auf dem Telefon anschauen oder einfach normale Fotos machen, ohne Porträtfunktion. Wo die Kamera allerdings durchaus punkten kann, ist bei ganz normalen Außenaufnahmen. Hier, okay, das war auch recht gutes Wetter, ihr seht, leicht bewölkt, aber viel Licht. Und dafür bin ich mit der Schärfe zufrieden, wir haben eine schöne realistische Farbwiedergabe. Das passt auch, Tiefen und Schärfe hat ja ganz gut funktioniert. Schaut euch hier mal die Strukturen von den Baum an. Und ich bin auch mit den Details sehr zufrieden, hier im Nahbereich. An den Display, ihr seht ja jetzt schon eingeblendet, ich sehe es hier auf den 5,5 Zoll im 18:9 Format und da kann man das sich richtig gut reinziehen, das ist absolut okay. Hier mal so ein bisschen im Dunkeln gestanden und teilweise auch ins Helle fotografiert, wir sehen dann hier schon die Schwächen des Dynamikumfangs, aber absolut vertretbar, definitiv. Was mich so ein bisschen stört, naja gut, das wäre jetzt aber auch ein bisschen übertrieben, ist der Autofokus, der schafft es manchmal nicht ungefähr in 1 von 10 Fällen. Das verstärkt sich allerdings hier nochmal bei Nachtaufnahmen, die blende ich jetzt euch gerade ein, da
da erhöht sich das schon so auf 30%. Also kurz gesagt, dass die Fotos unscharf werden. Da müsst ihr immer mehrere hintereinander machen, also immer schön fokussieren, fotografieren und dann am besten noch ein oder zwei Fotos mit hinten dranhängen, jeweils vom gleichen Motiv. Ich blende euch noch ein Video ein, genau da ist das nämlich auch passiert. Ist viel zu unscharf, weil eben, naja, weil er halt nicht fokussiert hat. So, dann ist hier nochmal so ein kleiner Videotest im Studio. Da hört ihr nämlich auch das Mikrofon. Und ihr könnt ja auch direkt vergleichen jetzt mit meiner G70, meiner Panasonic. Hier mal kurz das Notebook gezeigt. Telefon. Seht ihr das, was ich meine? Da steht einfach nur 13 plus 2 plus 2. Ich verlinke euch das Angebot ja in der Videobeschreibung. Vielleicht kriegt ihr ja raus, wofür die beiden zusätzlichen Kameras sein sollen. Aber uns interessiert letztendlich nur das Ergebnis. Da, mein Mikrofonverstärker. Habt ihr den auch nochmal gesehen? Also um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ja, das sei jetzt mal dahingestellt, ob das ein echtes Triple-Kamera-Setup ist oder nicht. Ich denke, es ist eher eine Single-Kamera und die beiden anderen Kameras, die haben eigentlich gar keine Funktion. Aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut, bin ich absolut zufrieden. Im Gegenteil, ich bin auch sogar positiv überrascht. Für 92 Euro und bedenkt, dass es sich um ein Outdoor-Smartphone handelt, finde ich die Bilder absolut in Ordnung von der Schärfe her, von der Helligkeit her, von der Farbwiedergabe her. Hat mich ehrlich gesagt sogar positiv überrascht. Ich merke gerade, dass sie die Benchmarks übersprungen haben. Jetzt mache ich erst Gaming, aber ist eigentlich auch egal, oder? Die Reihenfolge? Naja, wir machen halt danach die Benchmarks. Letztendlich ist Gaming ja auch so eine Art Benchmark. Das ist PUBG mit niedrigen Grafikeinstellungen. Ich bin gespannt, inwiefern das der A22 hinbekommt. Ich muss sagen, ich habe wirklich lang gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Also es hat unglaublich lang das Spiel selber geladen. Da musste ich noch Google Play Games runterladen, um mich einloggen zu können. Dann musste ich noch einen Patch runterladen. Hat alles eine Weile gedauert. Wirklich gedauert. Aber jetzt sind wir drin. Und ich habe eine leichte Verzögerung hier bei den Bewegungen. Es schwimmt ein bisschen. Minimal. Ja, von der Optik her. Ich glaube, bei der Hardware-Ausstattung, da kann man natürlich froh sein, wenn es überhaupt läuft. Und ihr seht, es gibt so eine Art Mikroruckler. FPS sind wahrscheinlich ein bisschen niedrig. Und, oh, ich werde verwöhnt. Oh, es laggt. Nein, es laggt. Okay, gut, das ist natürlich blöd. Die Reichweite zum Router ist mich jetzt noch höher. Und ja, demzufolge habe ich hier einen schlechten Ping. Wir machen ja auch gleich noch nach den Benchmarks, machen wir auch noch einen WLAN-Test. Aber ihr seht, das ist jetzt hier so erstmal unmöglich. Kann natürlich auch am Server liegen, davon abgesehen. Das werden wir dann im Test ja sehen. Wo hänge ich denn hier an der blöden Wand? Ich brauche eigentlich gar nicht zu schießen bei dem Gelegge. Ach, ich habe ihn erledigt. Das ist Lucky Shot, würde ich sagen. Wiederum dürfte, aus seiner Sicht habe ich wahrscheinlich mich die ganze Zeit rumteleportiert. Okay, da ist noch einer. Okay, so krass scheine ich nicht zu laggen, weil das hat sich die Verbindung zum Server ein bisschen verbessert, ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, der A22, jetzt mal zurück zum Thema, der kommt mit dem Spiel besser klar, als ich dachte. Der hat jetzt, wie gesagt, eine ganze Weile gebraucht. Der nächste Start wird wahrscheinlich schneller gehen. Ich muss nicht nochmal Google Play Games runterladen. Ich muss mich nicht nochmal einloggen. Den Patch muss ich auch nicht nochmal runterladen. Höchstens dann die noch kommen werden. Aber das Spiel läuft besser, als eben die Ladezeiten jetzt erstmal vermuten ließen. Ich kann ja auch mal springen. Das ist der bekannte Sprungtest. Wenn der funktioniert, hat man zumindest schon mal einen Sport, eine 1, aber das bringt uns jetzt natürlich im Spielen selber erstmal gar nicht. Also ich habe Mikroruckler, wie ihr so ein bisschen sehen könnt, dass ich ab und zu mich irgendwo hin teleportiere, das liegt am WLAN, das liegt an der Verbindung, aber ich merke es so beim Laufen, dass das Spiel nicht so ganz flüssig läuft, meine Eingaben sind nicht zu 100% synchron, aber es reicht, um vernünftig zu zielen. Pro-Gamern würde ich hier wahrscheinlich eher nicht, ist jetzt aber auch, glaube ich, nicht das Telefon, also das Telefon soll, glaube ich, auch nicht unbedingt die Pro-Gamer so ansprechen. Okay, wir haben einen fetten Akku, das ist beim Gaming natürlich immer nice, wenn man kein Ladegerät in der Nähe hat. Habt ihr gesehen, das Wechseln auf den Homescreen, das ging recht schnell. Wow, aber Multitasking geht hier auch wirklich, wirklich richtig gut von der Hand. Hätte ich hier zuerst mal nicht erwartet. Und wieder zurück. Ja, man wartet eine, beziehungsweise 1,5 Sekunden und dann geht das klar. Schön, die Benchmarks, die holen wir jetzt mal ganz schnell nach. Wir fangen an hier mit AnTuTu. In der Version 8. 67.181 liegt ungefähr 30.000 in dem P23 hier zurück. Geekbench 5 hat leider nicht funktioniert. Das ist ein Fehler, der random auftritt. Hat mit dem Gerät ja nichts zu tun. Das habe ich ab und zu nicht, dass er eben hier keine Verbindung zum Geekbench Server aufbauen kann. Der sagt dann, ich soll mein Internet überprüfen, bla bla bla. Habe ich natürlich, ist ja klar. Hier Work 2.0 Performance Test von PC Mark. Bekommen wir 4.190 Punkte. Ist ganz zufriedenstellend.
und Slingshot. Hier ein Teil von 3D Mark. Dann geht es um die Gaming-Leistung. Anwendungsbeispiel hatten wir schon. Hier nochmal in Zahlen ausgedrückt. 387 Punkte und Slingshot Extreme 224 OpenGL. Hier noch die Lese- und Schreibwerte des internen Speichers. Da bin ich bei 92 Euro definitiv zufrieden. Das passt. Und zu guter Letzt den Akkutest. Der ist leider immer abgestürzt. Das heißt, abgestürzt hat sich beendet. Das heißt, immer, es war einmal. Ich musste jetzt aber langsam mal das Review bringen. Ich konnte es aber hochrechnen mit den Zahlen, die ich bereits hatte. Und zum Glück hier auch im PCMark Battery Life Test. Da komme ich nämlich auf 15,2 Stunden. Der lief fast durch, fast 12 Stunden liefert, 12 Stunden ein bisschen. Daher ging das schon noch klar, den Rest dann hochzurechnen. Da läuft der PCMark Performance Test in Endlosschleife, bis der Akku runter ist. Simuliert hier also eine allgemeine Arbeitsumgebung. Gaming ist dann natürlich ausgeschlossen, aber dennoch ist das meine Standard-Testumgebung hier bei 50% maximaler Helligkeit und 50% maximaler Lautstärke. Und die Helligkeit hat man festgestellt, das ist ein wirklich sehr helles Display und da ist 15,2 Stunden richtig gut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, wir wollten einen WLAN-Test machen. Den haben wir hier irgendwo. Oder ich habe noch nicht ins Doch, habe ich. Wunderbar. Ich werde jetzt neue Testumgebungen schaffen müssen, beziehungsweise das wird jetzt einen neuen Standard geben. Die Reichweite zum Router hat sich erhöht. Es sind 4 Wände an Dämpfung dazwischen. Und zugegeben, da scheint das WLAN-Modul hier ziemlich zu ignorieren. 49,4 von maximalen 50. Das heißt, wir haben beinahe 100%. Also fast verlustfrei. Das gilt ja auch für den Upload. Da haben wir 5,05 von 5 wohlgemerkt. Also auch da 100%. Das überrascht mich gerade äußerst positiv. Und das bedeutet im Übrigen auch, dass, ja, das lag am Server jetzt gerade, dass das Gaming nicht so gut funktioniert hat, dass es ein bisschen gelaggt hatte. Habe ich eine schlechte Serververbindung gehabt. Wahrscheinlich zocken gerade sehr viele, aus gutem Grund, weil viele gerade sehr viel Zeit haben. Aber an meinem WLAN lag es nicht. Der Test ist einfach fantastisch. Was habe ich für einen Ping? 11 Millisekunden, genau. 11 Sekunden. Wäre ein bisschen blöd. Nein, 11 Millisekunden, das ist auch absolut vernünftig. Wir machen mal noch einen Test im 2,4 GHz Netzwerk. Die Reichweite zum Router hat sich nicht geändert und wow. Mag. Oh doch, jetzt langsam. Kommt noch ein bisschen was an. Ich habe leider noch keine Referenzwerte bei der Reichweite. Jetzt wird sich in Zukunft aber alles ergeben. Aber ich denke, im jeden Fall ist 2,4 eher mehr mäßig hier. Okay, Fingerabdruckscanner. Ich denke, diesmal geht's auch ohne Spiegel. Okay. Jetzt läuft's. Ach, man muss mal kurz warten, nachdem ich ihn wieder in Standby geschickt habe, sonst funktioniert's nicht. Okay. Also meine Fehlermeldung wäre aber auch nicht schlecht, wenn er es nicht erkennt. Der ist manchmal ein bisschen buggy. Ja, geht wieder. Also ich hätte es einmal gehabt, da ist der hängen geblieben, da hat er einfach gar keinen Fingerabdruck mehr angenommen. Vielleicht auch, ja, keine Ahnung. Und dann muss man dann per Hand sperren, weil meine Null ist jetzt unter den Auslöser. Was ist das denn? War die Kamera wieder weg? Okay, nee, ist jetzt einmal passiert, ja, das ist irgendwie hängen geblieben, keine Ahnung, muss ich mit einem PIN entsperren, aber ansonsten ist der Fingerabdruckscanner erstaunlich schnell, meine Güte Gott, denke ich mit zu den schnellsten, die ich in dem Preisbereich bisher getestet habe, aber auch da entwickeln die sich ja weiter. Zuverlässigkeit ist auch zufriedenstellend, so ungefähr 8 von 10, 9 von 10, das geht auch klar. So, was jetzt noch fehlt, unter anderem ist der GPS-Test. Und wow, das ist auch wirklich ein sehr gutes Ergebnis. 39 in Sicht, 4, 10 in Benutzung und 4 Meter Genauigkeit. Bewegung 0 stimmt, den Fix bekommt ihr in unter 10 Sekunden. Das ist ein richtig guter Wert hier. Zu eurer vermutlich auch. Mit Band 20 unterstützt. LTE Band 20. Ja, und 5G wird auch unterstützt. Bringt uns nichts, aber 5G wird auch unterstützt. Das lässt das Ganze natürlich ein bisschen moderner wirken. Android 10 läuft im Übrigen drauf, aber da ist ColorOS 7 drüber gebügelt. Und das ja. Ist jetzt leider nicht genau, was hier ist. Ist ein bisschen blecher, ja, habt ihr ja gerade gehört. Aber die maximale Lautstärke ist okay, gerade wenn man jetzt ganz normal zu Hause ist oder sowas. Da kann man das auch ein bisschen leiser machen, damit es dann halt eben nicht so ganz blechern ist. Aber eben nur okay. Bei Hintergrundgeräuschen, da kommt man schon an seine Grenzen hier mit der maximalen Lautstärke. Das Bild selber, jetzt YouTube, was soll man sagen, ist es ein HD-Plus-Panel. Also haben wir demzufolge maximal HD zur Auswahl. Aber kann man ja nichts Negatives sagen, dadurch, dass das Display ganz vernünftig Farbwiedergabe hat. Und Blickwinkel stabil ist es ja auch, kann man sich ja auch ganz gut Videos über YouTube eben reinziehen. Und wegen dem Sound kann man sich zur Not noch eine externe Box anschließen. Und während wir uns ein Fazit geben, versenken wir das Telefon mal noch. Muss man aufpassen, dass man nicht einen Finger drauf hat, sonst wird irgendwas ausgelöst. Wäre natürlich am besten, wenn das Telefon einfach derweil ausmacht. Schön.
Also bilden sich keine Blasen, also gehe ich davon aus, dass im Moment kein Wasser ins Gehäuse eindringt. Ansonsten war es das mit dem Telefon hier. Okay, gut. Fazit. Ja, für ein Autotelefon muss ich sagen, es ist sehr günstig mit 92 Euro. Das Gehäuse macht einen sehr guten und soliden Eindruck. Wir haben Corning Gorilla Glas, das merkt man auch so ein bisschen an den geringen Reibungswiderstand. Die technischen Daten, da bekommt man für 90 Euro mehr. Das heißt, man sollte das Gerät wirklich nur dann wählen, wenn man sagt, ich möchte das als Autotelefon haben. Die Akkulaufzeit, okay gut, die bezahlt man hier im Übrigen ein bisschen mit dem Gewicht, habt ihr ja gemerkt. Also leicht ist es nicht. Das ist aber auch die Kombination schockresistentes Gehäuse plus Akku macht natürlich dann entsprechend dann hier ein recht schweres und dickes Telefon. Aber ich denke mal, das dürfte Ihnen klar sein. Das ist etwas, was man immer in Kauf nimmt, wenn man ein Autotelefon haben möchte. Der A22, also wer wirklich auf starke Hardware Wert legt. Yumi DJ5 Pro, Duji N20, da noch ein drittes, was mir gerade nicht einfällt. Ukitel C17 Pro zum Beispiel, auch ein sehr schönes Gerät, auch sehr leistungsstark. Kann ich auch nochmal unten die Reviews, die Angebote nochmal verlinken, finde ich auch auf meiner Website von abgesehen. Aber wenn man bedenkt, beziehungsweise wenn man den Wunsch hat nach einem Outdoor-Telefon, muss ich sagen, wenn man natürlich wenig Geld zur Verfügung hat, ja. Im Preisbereich 100 Euro, absolut vernünftig. Über die Kamera könnte man sich aufregen, über dieses Triple-Kamera-Setup. Wie gesagt, ich habe den jetzt keinen Mehrwert abringen können, aber die Hauptkamera, da bin ich mit der Leistung wirklich voll zufrieden. Das geht voll klar. Nachts würde ich damit jetzt nicht unbedingt die schönsten Fotos machen wollen, aber man erkennt was und man muss ein bisschen Geduld haben mit dem Autofokus. Aber alles ja mal auf einem hohen Niveau, da bin ich voll zufrieden, was das angeht. So, wir nehmen mal das Telefon jetzt aus seinem nassen Grab, hoffentlich nicht. So, machen noch einen letzten Test. Ich habe meine Kamera erwischt. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan gewesen. Moment. Sollte ja alles kein Problem sein. Dafür ist es ja schließlich gebaut worden. Das ist also sein Lebenszweck, durch die Gegend geschmissen zu werden. So, ein bisschen trocken machen, ansonsten funktioniert nämlich der kapazitive Touch hier nicht vernünftig. Ach so, und wir haben ja auch einen Fingerabdruckscanner, das ist natürlich auch nass. Oh, okay. Ich weiß, das war jetzt nicht gerade der krankeste Test ever, das Ding hier mal kurz gegen die Kamera zu pfeffern, aber mehr ist gerade nicht drin. Es kann immer günstig fallen. Das kann man letztendlich nicht wirklich beeinflussen. Da braucht man eigentlich ein Labor, wo man immer unter gleichen Bedingungen entsprechende Stabilitätstests macht. Das ist daher Blödsinn. Aber mein kleiner Sturz jetzt aus, ja, ich habe das Ding jetzt bestimmt 2 Meter weit geworfen. Das war offensichtlich kein Problem. Und ja, mein kleines Wasserbad hat es auch überstanden. Also ich sag euch so, wie es ist. Mein Meso 16S hätte ich aus der Reichweite nicht auf den Boden geschmissen. Das Schlimmste war bisher ein halber Meter, ach nicht mal, es waren vielleicht 40 Zentimeter, mein Leico Le One Pro, sofort Glas gebrochen. Das war sehr ärgerlich. Aber egal. Fazit für 92 Euro, absolut brauchbares Outdoor-Telefon. Eigentlich sogar ziemlich günstig. Wer für unter 100 Euro was sehr Solides sucht, nicht nur, weil er unbedingt jetzt Bergsteigertouren machen möchte, sondern zum Beispiel auch für die Kinder. Oder wenn man jemanden kennt, wo man weiß, der kriegt eigentlich alles breit. Ist sowas, finde ich, auch mal sehr interessant. Nebenbei nimmt man ja auch noch die gute Akkukapazität mit, bezahlt das Ganze natürlich mit einem höheren Gewicht und einer höheren, beziehungsweise auch etwas dickeren Gehäuse. Okay. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Kommt auf moschus.de, kann ich euch nur empfehlen. Natürlich völlig unabhängig, ist ja klar. Der gute Daniel hat vor kurzem nochmal einen ganz ausführlichen Bericht über die Escobar Ford Misere geschrieben. Da gibt's nochmal ein paar Neuigkeiten, weil ich noch ein Update-Video, also nein, Update-Videos nicht. Ich verarbeite das dann in News-Video. Ich will es nicht übertreiben. 2 Gewinnspiele laufen noch. Eins läuft heute aus. Oder morgen. Weiß ich nicht. Muss dann nachschauen. Gibt's eine Verlinkung unten in der Videobeschreibung. Instagram habe ich was gepostet. Irgendwas. Könnt ihr euch auch anziehen und, keine Ahnung. Das war's. Abonniert meinen Kanal, gebt den Katzen einen Like, die würden sich sehr darüber freuen und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.